Willkommen zu diesem Podcast Magische Momente mit bemerkenswerten Menschen. Mein Name ist Britta Dahlberg und ich heiße heute herzlich willkommen unseren Gast Tim Taxis und ich hole ihn dir gleich ins Bild an meine Seite. So, Moment, ich muss ihn noch reinholen. Da ist sein Video. Hi, hallo Tim. Hallo, Britta. Freue mich, dich hier heute begrüßen zu dürfen. Ja, wir wollen dich vorstellen. Wir haben dich neu in unserem Programm aufgenommen und deshalb immer ein persönliches Gespräch, was einfach auch darüber hinausgehen soll, was du inhaltlich in deinen Workshops bei uns machen wirst und sondern so mehr den Menschen, Tim, auch als Gegenstand hat. Und da gucken wir mal, was wir über dich heute erzählen können. Ein bisschen natürlich habe ich gelesen, ich habe deinen Namen erstmal gegoogelt, als mir den jemand nannte. Der ist ja fantastisch, muss ich ja sagen. Es klingt ja, als ob du ihn dir als Künstlername zugelegt hast. Und jeder, dem ich diesen Namen nenne, das mal vorneweg, der strahlt, der lacht. Dein Name bringt die Menschen also in einen guten State. Das kann ich dir schon verraten, ja. Hast du gut gemacht. Ja, aber ich nehme an, es ist kein Künstlername, oder doch? Nee, ist tatsächlich. Also Taxis ist der Familienname. Nein. Und Tim, meine Mutter war sehr wichtig, einen kurzen Namen, den man nicht abkürzen kann. Und so kam es zu Tim Taxis. Also ist tatsächlich mein Name. Wunderbar. Ja, Tim, und wenn man dich googelt, dann findet man natürlich deinen Bestseller. Auch heute noch, ne, da hast du ja als Sales-Experte richtig Furore gemacht und Karriere gemacht. Als Trainer, als Speaker eben und als Autor. Aber dann gab es ja diesen Bruch, ich sag jetzt mal vorsichtig Bruch, denn 2018 hat das alles sich so etwas aus, ist das ausgefadet im Englischen, würde man das so sagen. Hast du dich aus der Öffentlichkeit jedenfalls zurück, gezogen und dann folgte so eine vierjährige Einkehr, innere Einkehr, ne, Selbstreflexion, innere Entwicklung stand im Vordergrund. So, und wenn ich mir vorstelle, ja, wie Menschen darauf reagiert haben, erstmal die dich kannten, das war sicher ein Schock, ganz abgesehen von deinem. Aber was mir auch durch den Kopf ging, ist, du hast ja alles erreicht, was sonst jeder Speaker, egal ob der in der spirituellen Szene ist oder in der Szene, wo du warst, ja, davon träumt jeder. Und das aufzugeben, da muss schon was passiert sein innerlich. Und da sind wir ganz neugierig von dir heute was zu hören in Kurzform. Ich weiß, aber du hast es sicher ein bisschen, ja, parat, was da war. Also, Ja, los. ich habe es parat, ich erinnere mich, ich war dabei. Also, um es auf den Punkt zu bringen, von außen betrachtet war das so ein Fade-out. Tatsächlich war der Fade-out viele Jahre vorher und Ende 2018 habe ich mich einfach als öffentliche Person komplett zurückgezogen. Aber nicht, um dann irgendwas zu tun oder um was zu erreichen, sondern das, was wir gerade auch im spirituellen Kontext Surrender to Life nennen. Also, meine letzte Entscheidung war es, nichts mehr zu entscheiden, mich völlig dem Leben zu ergeben. Und du hast es gerade schon gesagt, dass die 4 Jahre, so hat es sich dann gespielt, aber das war nicht geplant, sondern es war einfach klar, ich lasse alles, kann man sagen, lasse alles los, was mich von dem vermeintlich ablenkt oder womit ich mich ablenke, von dem, was ich wusste, dass es existiert. Und was ich meine ist, ich hatte vor rund 15 Jahren, ohne dass ich wusste, dass es sowas gäbe, ich war auch nicht spirituell, eine vollkommene Realisierung, also das direkte Erleben der Wahrheit, was viele auch Erleuchtung, Erwachen nennen. Das Ja. war damals noch nicht von Dauer, es war 3,5 Monate, Das ist aber lang. ja, in ja, sagen wir Ne? es Das mal so. ist schon also alle Achtung, ja, für einen Newcomer. Sozusagen. Ja. Wie kann man sich das vorstellen? Bist du in Bliss rumgelaufen und hast du mit leuchtenden Augen in die Welt geschaut? Ja, also es ist genau wie jetzt, nur war es damals eben, es traf auf überhaupt nichts Bekanntes. Es ist vollkommen anders als alles, was wir uns vorstellen können, was wir vielleicht gelesen und gehört haben. Und das ist vielleicht auch der erste Verweis für alle, die zuschauen oder zuhören.
Ja. Solange es irgendwie bekannt ist, ist es noch nicht das. Aber das nur am Rande. Also vorstellen kann man sich's nicht, aber ich versuche mal in die Nähe der direkten Erfahrung zu gehen. Also es Das ist Tau kann man ja nicht definieren, ne? Da ja haben genau. Und deshalb steht ja auch in wir der Bibel zurecht: Du das ja auch. sollst dir kein Bild von mir machen. Das, was hier zum Ausdruck kommt, ist selbst nicht auszudrücken, aber näherungsweise. Also es ist hier das dauerhafte Erleben von dem, was viele Glückseligkeit nennen. Also ich nenne es Seligkeit, Frieden und Stille. Das sind drei Worte, ist aber dasselbe. Und man kann sich so vorstellen, dass normalerweise leben wir ein umständliches Leben. Also ein Leben, von dem wir bewusst oder unbewusst annehmen, dass unser Wohlsein abhängig ist von den Umständen. Ja. Und deshalb sind wir natürlich immer bemüht, dass wir die Umstände, privat, beruflich, was es auch sei, so gestalten, dass es dann gute Gefühle in uns auslöst. Und das ist aber auch der Grund, dass wir die ganze Zeit beschäftigt sind, ich treibe es noch weiter, am Machen. Und selbst wenn wir dann was erreicht haben, merken wir, es ist vielleicht doch noch nicht genug, weil tatsächlich richten wir unseren sehnlichsten Herzenswunsch nach Sicherheit, nach Beständigkeit immer auf vergängliche Dinge. Und mit Dinge meine ich alles, was kommt und geht. Das kann der Körper und die Gesundheit sein. Das kann ein Partner sein. Das kann selbst unsere spirituelle Praxis sein. Eine Meditation kommt und geht. Und die machen wir, um uns so und so zu fühlen. Aber wenn die Meditation vorbei ist, wenn wir Glück haben, dann zieht es vielleicht noch positiv nach. Aber und so sind wir halt immer am Machen und am Tun. Und ich verweise nicht auf das umständliche Leben, sondern auf das einfache Leben. Und da ist es tatsächlich möglich, dass wir das, was jeder Mensch sich in der Tiefe seines Herzens wahrlich ersehnt. Und für manche ist es glücklich sein. Für andere wird es erlebt wie frei sein. Für Ja. wiederum andere erfüllt sein. Oder im Frieden sein mit sich und der Welt. Einfach mit dem Leben. Dass das wirklich jetzt für jeden Menschen möglich ist. Und zwar dauerhaft. Also nicht nur Ja, vergänglich. da kommst du genau an den Punkt, ne? Wir erleben ja solche States auch häufiger an Ja. Wochenendseminaren, ist ja klar, oder an einem Genau. Abend, in einer Begegnung mit einem Lehrer. Und jetzt kommt es an den Knackpunkt. Genau. Meistens ist es ja dann verbunden, du musst bestimmte Praktiken machen, um das zu erhalten, oder Genau. bestimmte Lebensformen wählen, um das zu erhalten. Genau. Was ist denn da deine Erfahrung? Was muss ich lassen, um es zu erhalten? Genau. Du hast es quasi schon ausgedrückt. Wir alle sind bewusst oder unbewusst der Meinung, wir müssten oder könnten was tun, um es zu erreichen. Das, worauf jegliche spirituelle Suche, letzten Endes die Suche der Menschheit an sich, immer schon verwies, egal ob wir das jetzt Gott nennen, Ja. Wahrheit, Stille, Unendlichkeit, unsere wahre Natur, das ist bereits jetzt hier und das ist schon, bevor der Gedanke kommt, oh, ich mag nicht so leben, ich möchte aufwachen. Das ist schon bereits hier, bevor ein unangenehmes Gefühl auftaucht, um mir die Geschichte zu erzählen. Wenn ich endlich, Punkt, 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 dann kann ich mich entspannen und glücklich sein. Das ist jetzt hier. Und deshalb ist nicht die Frage, was können wir tun, um es zu einem anderen Zeitpunkt zu erreichen? Es ist ja schon da. Die Frage ist genau umgekehrt. Du hast schon darauf verwiesen. Was tun wir im Moment noch, sodass wir die Seligkeit, den Frieden, die Ja. Erfüllung, die jetzt das hier ist, Ah. nicht erleben. Und das ist dann quasi, also kurz und bündig, ich nenne es auch manchmal, lasst uns die Wahrheit von der Spiritualität befreien. Es ist natürlich überhaupt nichts falsch an der Spiritualität. Aber wann immer in Ja. Bezug auf Spiritualität ein um zu oder ein damit enthalten ist, sind wir vermeintlich bestrebt, ganz im Hier und Jetzt anzukommen oder ganz ins Hier und Jetzt zu kommen. Aber tatsächlich, wenn wir zum Beispiel eine Praxis haben, die wir anwenden, um uns in ein Higher State zu versetzen, Ja. dann sagen wir tatsächlich dem Leben, dem Moment, dem Hier und Jetzt, so wie du bist, so will ich dich nicht. Wir sagen also Nein zum Leben, wie es sich hier und jetzt gerade entfaltet, wie es jetzt gerade ist. Das heißt, wir wenden dem einzigen wahren Moment, der jemals existiert, dem Leben selbst den Rücken zu und sagen, ich wüsste es besser und jetzt mache ich was.
Und ja, das funktioniert ja auch. Aber wie du gesagt hast, und so leben es ja fast alle, auch die, die zu mir kommen, es sind States, es sind Zustände, Erfahrungen mit Anfang und Ende. Und hier ist die Einladung, das Glücklichsein, Seligkeit, Frieden und Freiheit jetzt für jeden möglich ist, aber dauerhaft, ohne etwas dafür zu tun. Und da schauen wir uns ja, wann immer Menschen zu mir kommen, an, und zwar persönlich, individuell, was tust du im Moment noch, sodass das, was die ganze Zeit schon da ist, von dir noch nicht erlebt wird. Und jetzt kommt das Beste, also nicht nur dauerhaft und ohne Anstrengung, sondern auch unabhängig von allen Lebensumständen, sodass es möglich ist, gesund und glücklich zu sein oder krank Krank und und glücklich glücklich, zu sein. Ja. Ja. einsam und glücklich oder in einer gesunden, Gesellschaft. liebevollen Ja. Beziehung und glücklich. Aber die eine Konstante ist eben, egal ob das jetzt als glücklich, als selig, als im Frieden oder still erfahren wird, das ist immer da. Alles andere kommt und geht. Aber von hier aus wird dann gelebt und erlebt und dann hat sich nichts verändert. Dann ist hier immer noch ein leichter schwäbischer Dialekt, dann sind Haare immer noch grau im Gesicht, auf dem Kopf keine. Und wenn morgens die Zähne nicht geputzt werden, ist Mundgeruch, dann hat sich nichts verändert. Ja. Und doch Hat ist für sich das alles menschliche verändert. Leben Ja. alles, alles vollkommen anders. Ja, jetzt musst du mir noch eine Frage beantworten. Auf deinem eigenen persönlichen Entwicklungsweg standen ja etliche Lehrer an deiner Seite. Du bist ja über längeren Zeitraum, wie ich weiß, auf verschiedene Seminare gegangen und hast dich mit der Literatur befasst, verschiedener Lehrer, vielleicht magst du auch ein paar nennen, die für dich so Meilensteine waren. Vielleicht waren sie ja auch schon in diesem State, wenn das so war. Würde mich das interessieren, wieso du dann nicht dort geblieben bist, hättest ja auch deinen Job machen können. Und jetzt bin ich mit Lehrer XY, sage ich mal, und der sorgt dafür, dass ich immer mal, wenn ich strauchel, wieder in diesen Zustand komme. Warum hast du nicht so einen Weg dann gewählt? Ich habe so einen Weg gewählt und diese Lehrer waren, wenn sie gut waren, immer in der Lage, mich immer wieder in diesen Zustand einzuladen, nenne ich es mal. Aber dann war es eben immer noch ein Zustand. Und weißt du, das ist ja das, was mich heute so sehr wundert. Seit ich meinen letzten Lehrer Eli Jackson Bear getroffen habe, ist mir klar, es gibt ganz wenige weltweit, die auf das verweisen oder hierzu einladen. Und das Gros des spirituellen Marktes, nenne ich es jetzt bewusst mal, nenne ich nicht abschätzig, sondern eher liebevoll und spielerisch spirituelle Beschäftigung oder spirituelles Entertainment. Wir beschäftigen uns und ich habe selbst alle, na gut, Fehler sind es nicht wirklich, aber wird es vielleicht, alle Irrungen und Wirrungen mitgemacht. Ich habe Ausbildungen von völlig unbekannten Schamanen, eine, die gar niemand kennt, aber großartige Schamanin 3,5 Jahre lang gemacht. Wow. War, ja, also nur als ein Beispiel zu nennen, ich war Oh. mindestens 8 Mal eine ganze Woche bei Dr. Joe Dispenza. Die Mehrzahl der Lehrer, Gurus, Schamanen, Mystiker sind völlig unbekannt. Ja. Aber bei allen war es so, dass es bis zu einem gewissen Punkt ging. Heute nenne ich das Ego Strengthening oder spirituelle Selbstoptimierung, weil solange ein jemand, also der Tim, Ja. möchte, dass er was mehr hat, was weniger hat oder anders, dann geht es halt immer noch um den jemand, um das Mich. Und um die persönliche Geschichte. Da ist nichts falsch dran. Aber dann werden wir im besten Falle das, was das Höchste ist, was tatsächlich das Einzige ist, was existiert, immer nur vorübergehend erfahren, immer nur vorübergehend erleben. Aber hier ist die Einladung, dass es nicht nur möglich ist, dass ein Tim, eine Britta, ein Michael, eine Sabine nicht nur immer wieder den Frieden erlebt, sondern dass sie das umkehrt, dass quasi der Frieden einen Tim, eine Britta erlebt. Und es klingt jetzt nach einem feinen semantischen, inhaltlichen Unterschied. Aber das ist der Unterschied zwischen Freiheit, die alles einschließt und nichts ausschließt, und eben dem persönlichen Leben, wo wir die ganze Zeit machen, um Punkt, Punkt, Punkt zu. Da sind wir immer ausgerichtet
auf einem Punkt in der Zeit, der nicht hier und jetzt ist. Wir sind also weggerichtet von hier und jetzt. Und ich lade ein. Und bislang funktioniert das für die Menschen, die kommen, unglaublich leicht, direkt, praktisch, einfach, dass sie so vollkommen im Hier und Jetzt sind, dass sie sich als das Hier und Jetzt erleben. Und dann, und das muss man erlebt haben, das kann man sich in seiner Schönheit, in seiner Kostbarkeit und Herrlichkeit nicht vorstellen. Aber man kann es direkt erleben. Und das ist halt hier die Einladung. Genau. Und da freuen wir auch uns sehr, 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 dass wir das zusammen hier im Frankfurter Ring erleben dürfen. Aber lass mich noch so eine kleine Schleife machen, denn ich muss ehrlich gestehen, wenn du mir das gesagt hättest, was du jetzt sagst, vor, gehen wir mal ein paar Dekaden zurück, da hätte ich dich noch nicht verstanden. Also ist es nicht so, ähnlich wie bei dir, dass wir bestimmte Entwicklungsringe vielleicht erstmal abgeschlossen haben müssen? Gibt vielleicht wenige Ausnahmen, die instantan das erreichen, die sofort die Erleuchtung haben oder so. Aber ist es nicht auch so ein Ringen, bis ich dorthin komme, was dann meinen Charakter schleift und meine Fähigkeiten, meine Sensitivität und so weiter überhaupt erstmal dahin bringt, dass ich das, was du jetzt gesagt hast, erfasse in der Totalität? Ganz klare Antwort, ja. Und nein. Hier ist das beste Beispiel. Der Tim hat sich gehasst, hat die Welt gehasst, geht auf ein Seminar und die Depersonalisierung geschieht, die vollkommene Realisierung, da war kein Tim mehr. Natürlich war weiterhin das Erleben dieses Körpers, der Gedanken, der Gefühle, aber da war keine Trennung. Es stieß nicht auf eine Vorerfahrung, da waren immer noch schwere Traumata und es kam aus dem Nichts. Also nein, es hat keine Voraussetzung. Warte, kommt ja noch die... Genau. Ist ja schon das, was wir als ich und mein Leben erleben, wenn es sich noch nicht realisiert hat, die wahre Natur, dann ist das so. Aber das ist der Traum, die Illusion und für mich war es ein Albtraum. Ja. Deshalb sagt ja auch Buddha, Menschsein ist Leiden. Ja. Nur die Erleuchtung ist das Ende, Nummer eins, alle, Nummer zwei, Nummer drei, Leidens. Also ist das Ende allen Leidens. Und dann ist Schmerz immer noch da. Aber das Drängen, das Problematische, das Leiden ist weg. Und es wurde halt direkt erfahren, ohne Vorahnung. Und ich kann natürlich heute sagen, aus direktem Erleben, es ist ja die ganze Zeit jetzt hier. Nur wir sind halt nicht jetzt ganz hier. Wir sind immer mit einem Gutteil unserer Aufmerksamkeit in den Konzepten, also in Gedanken, im Mentalen. Und dadurch verpassen wir die Vollkommenheit, die Gänze des Hier und Jetzt. Und wenn wir dann Methoden anwenden, um ins Hier und Jetzt zu kommen, dann kommt es auch noch aus der Trennung heraus, wo wir glauben, wir könnten was dafür tun. Und dann ist es halt, wie wir gesagt haben, im besten Fall vorübergehen. Also hier ist es passiert, ohne Vorerfahrung, immer noch traumatisiert. Und dann aber ging es ja nach 3,5 Monaten vermeintlich weg in der damaligen Erfahrung. Ja. Heute weiß ich, es ging nicht. Es kann nicht gehen, es gibt nur das. Aber da kam der Ich-Gedanke zurück, der hat Aufmerksamkeit bekommen. Auf einmal war es der Tim, der das hatte. Jetzt waren es im Tim seine Erfahrungen. Und wenn der Mind, also das Ego, die Unendlichkeit, Gott, die Wahrheit zu einem Objekt macht, was er haben kann, ja, dann meint er, er wäre größer als Gott. Und das ist halt einer der vielen spirituellen Irrtümer und Fallen, weil Unendlichkeit, wie der Name sagt, ist unendlich. Und da sind wir schon. Also auch wenn jemand zu mir kommt, ab und zu stellt jemand die Frage, wie kann ich das jetzt integrieren? Und dann bin ich froh, dass die Frage kommt, weil da ist noch das eine grundsätzliche Missverständnis. Wie kannst du das Universum in den Körper integrieren? Gar nicht, das ist umgekehrt. Der Körper ist schon im Universum. Wie kannst du Gott in das Ego integrieren? Gar nicht. Umgekehrt, das Ego ist schon in Gott. Und wenn wir uns erlauben, den spirituellen Weg wahrhaftig zu gehen, und zwar ausgerichtet nicht auf die Zukunft, wenn dann, sondern ganz ehrlich, die menschliche Erfahrung, wie sie hier und jetzt gerade ist, wenn wir die erlauben,
jenseits von spirituellen Konzepten, jenseits von mentalen Ideologien, ganz ehrlich sagen, was gerade hier ist. Und sei es auch zu wissen, es gibt die Wahrheit, es gibt sowas wie Erwachen, aber ich erfahre es gerade nicht. Und so bin ich von meinem letzten Lehrer Eli getreten. Ich habe zu ihm gesagt, Eli, alles, was du sagst, trifft bei mir auf Verstehen, auf Erinnerung, aber es ist jetzt nicht hier. Ich bin verzweifelt. Ich weiß, es gibt es. Ich weiß, es ist eine Illusion. Die Illusion erscheint aber so real. Ich kann nichts tun. Ich bin verzweifelt. Und dann hat er mich wie ein liebevoller Schraubstock so sehr gehalten im Hier und Jetzt, dass der Tim da immer wieder was verstehen wollte und dann eine Methode draus machen und dann, ah, heißt es das? Mich da nicht hat auslassen, bis ja, alles völlig zum Stillstand kam. Und dann hat die Stille übernommen. Also, um deine Frage kurz und bündig zu beantworten. Ja, ich freue Es mich ist über das schon, Jein. Ja. ja, es ist schon, es Genau. hat keinerlei Voraussetzung, aber es ist auch danach so gewesen, dass es dann 14 Jahre gedauert hat. Also Traumaheilung, Schattenarbeit, schamanische Arbeit, netto Wochen an Meditation und es erscheint so im menschlichen Erleben, dass da eine Kausalität war, die dann zu Punkt, Punkt, Punkt geführt hat. So erscheint es, so erscheint es. Und deshalb brauchen wir das nicht unter den Tisch kehren. Aber in Wahrheit ist es einfach so geschehen. Und dann versuchen wir im Nachhinein da Gründe oder Kausalität zu finden. Einmal ist es passiert, völlig ohne irgendetwas, ohne Bedingung, ohne Voraussetzung, nicht nochmal, da war nicht nochmal Heilsein. Und das zweite Mal ging es eben in der Zeit. Und um das abzuschließen, wie Ramana Maharshi gesagt hat, der direkte Weg ist so lange ein stufiger Weg, bis er dann direkt wird. Und vielleicht das noch abschließend. Diejenigen, die zu mir kommen, das sind Menschen, die ein Startup gegründet haben und merken, die zweite Million macht sie auch nicht doppelt so glücklich. Vielleicht haben sie eine Zwei vorm Alter oft, aber auch Sannyasins, also Menschen, die bei Osho noch in Pune im Ashram waren und seitdem auf ihrem Weg sind. Die Vorerfahrung, da wo du gerade stehst, ist vollkommen irrelevant. Die Frage ist nur, ist da eine Sehnsucht des Herzens? Zum Beispiel, dass es jetzt genug ist. Jetzt habe ich genug vom Suchen und nur teilweise finden. Oder ich habe genug von der Enttäuschung. Und deshalb ist meine Einladung. Wenn dich das, was du bisher probiert hast, noch nicht dauerhaft dorthin gebracht hat, wo du dich von Herzen hinsehnst, dann komm. Und schau bei Tim mal rein. Ne? Ja, schau mal rein. Genau. Genau. Hallo. Noch etwas. Darf ich dich fragen, ob du noch heute irgendeine sogenannte spirituelle Praxis verfolgst? Gibt es noch etwas oder ist das Leben, das Sein heute deine spirituelle Praxis? Kann man das überhaupt so sagen? Kann man natürlich. Nein, ich habe keine spirituelle Praxis und ich würde das hier und jetzt auch nicht als Praxis bezeichnen, weil Leben können wir nicht üben. Leben ist schon und dann kommt vielleicht einer auf die Idee, ah, ich mache jetzt was, eine Praxis draus. Dann geben wir der Unendlichkeit, der Leerheit, der Stille wieder eine Struktur. Das ist auch nicht falsch, aber dann geben wir was hinzu, bewegen uns da wieder im Mentalen und deshalb nein, also es passiert regelmäßig. Zum Beispiel, wenn ein Call, also da, wo ich jetzt gerade sitze, wenn ein Call früher zu Ende ist, zum Beispiel so ein Zoom-Meeting wie gerade, und das nächste ist noch 8 Minuten hin, dann setze ich mich hier oder ich bleibe sitzen und bin einfach still. Aber dazu muss weder der Lotus, Sitz noch die Augen zu. Und natürlich geht niemand in die Stille, das ist ja wieder dann gemacht, sondern das ist einfach still sein. Das dann einfach. Das, was die ganze Zeit hier ist, das nicht ergreifende Gewahrsein. Und das passiert aber aus sich selbst heraus. Da ist keine Intention dabei, kein ich nehme jetzt vor, das zu tun. Und deshalb würde ich das nie Praxis nennen. Es ist einfach das Leben, was in dem Moment sich so ausdrückt, dass wenn da von außen kein Reiz ist, da auch kein Hunger ist, nach der nächsten Ablenkung, um Gottes Willen, sondern einfach ein Hiersein ohne
beschäftigt sein. Dann lass uns noch mit einem Gedanken schließen. Du hast mir geantwortet auf die Frage, wir haben ein kleines Interview geführt, in unserer Zeitschrift wird es abgedruckt, auf diese Frage, was erlebt man bei dir? Da hast du gesagt oder geschrieben, die Freude des Seins, das ist das, was du bei mir erlebst. Und jetzt möchte ich eine kleine Brücke zu dir schlagen. Frankfurter Ring, Tim. Unser Verein hat einen Untertitel, der sagt Gesellschaft zur Pflege der Philousia. Und die Philousia, ist ein Kunstbegriff, bedeutet die Liebe zum Sein. Das heißt, wir haben in unserem Namen etwas drin schon bei dem Begründer, wo das Streben ist mit unseren ganzen vielen unterschiedlichen Kursen und Lehrern, die wir haben. Das ist das. Das hast du jetzt im Grunde auf eine wunderbare Weise auch klar gemacht. Dafür ein herzliches Dankeschön. Und wer Lust hat, das zu erfahren mit Tim, der sei herzlich eingeladen, zu einem der Termine zu kommen, die wir hier unten unter unserem Video auch heute wieder einfügen. Tim, freue mich auf die Begegnung. Danke für dieses Teilen miteinander Ich im danke Herzen. auch. Danke, liebe Britta. Danke, ihr alle. Bis bald.